Hallo und herzlich willkommen zum ING Markets Chart Flash heute am Freitag, dem 2. Dezember 2016. Mein Name ist Jürgen Sterzbach, ich bin Analyst bei Börse Daily und ich vertrete in dieser Woche meinen Kollegen Ronald Gerd. Die Themen im Chart Flash heute sind der Deutsche Aktienindex, die Aktie von Adidas und der Eurostoxx 50 Index. Wir beginnen mit dem Blick auf den Deutschen Aktienindex, der mit einem um ca. 100 Punkte tieferen Start eine Kurslücke nach unten gerissen hatte, die sich bereits im nachbörslichen Handel gestern angekündigt hatte, da der Index bereits unter die Marke von 10.500 Punkten gefallen war. Die schwächere Tendenz, die sich am gestrigen Donnerstag mit dem Unterschreiten der zuletzt auf kurzfristige Sicht maßgeblichen Unterstützung durch die 20-Tage-Linie bei heute 10.629 Punkten ergeben hatte. Nachdem diese deutlicher unterschritten wurde, setzten sich die Abgaben im DAX fort und führten den Index bislang im Tagestief auf 10.403 Punkte nach unten. Dadurch befindet er sich in jenem Raum, der Platz nach unten lässt bis zu den nächsten Unterstützungen, die sich bei 10.190 Punkten befinden und von der 200-Tage-Linie bei heute 10.203 Punkten verstärkt werden. Wie erwartet setzt sich auch am heutigen Freitag das fort, was sich bereits am Donnerstag angekündigt hatte, dass die Anleger in den letzten Tagen vor dem Italien-Referendum am Sonntag weiteres Risiko aus dem Markt bzw. aus ihren Positionen nehmen und dadurch den Index vorab schon einmal nach unten schicken. Inwieweit diese Abwärtsbewegung ein mögliches Ergebnis des italienischen Referendums bereits vorwegnimmt und einpreist, lässt sich derzeit nur schwer vorhersagen. Halten sollte allerdings die Unterstützung bei 10.190 Punkten, die sich bereits vor gut drei Wochen bei der US-Wahl als wichtige Marke für den Index bewiesen hatte. Darunter könnte es dann zu weiteren Abgaben bis in den Bereich um 9.700 Punkte zunächst und darunter sogar bis zum Tief von Ende Juni letzten Jahres bei 9.200 Punkte kommen. Soweit sind wir allerdings noch nicht. Zunächst steht die wiederum erweiterte Seitwärtstendenz zwischen 10.800 auf der Oberseite und 10.190 Punkten als wichtige Bezugsmarke auf der Unterseite für den DAX im Vordergrund. Mit dem Unterschreiten der Marke von 10.550 Punkten und des Tiefs von 10.539 Punkten eingegangene Short-Positionen auf weiterhin fallende Notierungen im DAX könnten heute bereits etwas enger abgesichert werden durch einen nachgezogenen Stoppkurs auf 10.550 Punkte, da sich der Index weiter nach unten entwickelt hatte. Wir gehen weiter zu unserem zweiten Thema, die darin enthaltene Aktie von Adidas, die auch heute wieder zu den Tagesgewinnern im DAX zählt. Hier zeigt sich bereits das Windowdressing zum Jahresende, das im bisherigen Jahresverlauf gut gelaufene Aktien auch weiterhin gesucht werden. Die Aktie von Adidas verbucht im bisherigen Jahresverlauf ein Plus von mehr als 50% und erreichte dabei ein Jahreshoch bei 160,30 Euro. Dort ging es für die Aktie allerdings nicht mehr weiter. Der folgende Abverkauf führte sie bis auf ein Tief bei 129,60 Euro nach unten, womit die Notierungen wieder an der langfristigen Aufwärtsgerade ankamen. Zwischen 136 und 141 Euro pendeln sie nun seit rund zwei Wochen zur Seite. Erst das Überschreiten des zuletzt gesehenen Hochs bei 140,65 Euro sollte wieder weiteres Aufwärtspotenzial für die Aktie von Adidas freigeben können, was in einem freundlichen Marktumfeld dann zurück zum bisherigen Hoch um 160 Euro führen könnte. Tunlichst vermeiden sollten die Notierungen allerdings den langfristigen Aufwärtstrend zu brechen. Darunter müsste die 200-Tage-Linie bei derzeit 129,27 halten, um weitere Abverkäufe zu verhindern. Unser drittes Thema, wie angekündigt, war auch der Eurostoxx 50 Index, der sich heute ebenfalls wie der DAX mit Abgaben herumplagen muss. Um 1,3% geht es seit Handelsbeginn für den europäischen Leitindex nach unten unter die runde Zahl von 3.000 Punkten. Weiterhin befindet er sich allerdings in einer Seitwärtstendenz, die seit Anfang September besteht und zwischen 2.930 und 3.100 Punkten verläuft.
Nun ist er allerdings drauf und dran, innerhalb dieser Seitwärtstendenz wieder in den langfristigen Abwärtstrend einzutreten. Das wäre der Fall, wenn die Notierungen unter 2.990 Punkte fallen würden und somit auch die 200-Tage-Linie bei derzeit 2.993 Punkten unterschreiten. Dann wäre es ein wahrscheinlicher Fall, dass der Index die zuletzt stets behauptete Unterstützung bei 2.929 Punkten von Mitte September noch einmal testen müsste. Darunter bestünden weitere Haltezonen bei 2.850 und 2.670 Punkten für den Eurostoxx 50 Index, der im Falle eines ungünstigen Ausganges des Referendums in Italien wohl auch weiterhin zur Schwäche neigen dürfte. Wer auf fallende Notierungen beim Eurostoxx 50 setzen möchte, könnte zumindest das Fallen unter die 200-Tage-Linie bei 2.993 Punkten abwarten, ebenso aber auf das Unterschreiten der Unterstützung bei 2.929 Punkte warten, um hier ein sicheres Austrittsmerkmal aus der zuletzt gesehenen Seitwärtsbewegung zu haben. Das war der ING Markets Chart Flash. Heute am Freitag, dem 2. Dezember 2016, bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit, wünsche Ihnen noch einen angenehmen Tag und ein schönes Wochenende.